Hi, Christian hier von der Aktienrunde, eurem Kanal mit viel wertvollem Wissen zum Thema Trading neben dem Beruf. Heute schauen wir nochmal gemeinsam in unser Demo-Portfolio bei eToro, denn im letzten Video hatten wir ja damit begonnen, das Demo-Portfolio aufzubauen. Hierbei haben wir uns halt Einzeltrader angeschaut, ja, haben dann einzelne Trader, wie gesagt, unter die Lupe genommen und geguckt bzw. geklärt, worauf man achten muss, ja, wenn man sich halt Trader mit ins Portfolio holt und in diese eben investiert. Ja, wir haben uns letztens dann, wie gesagt, für drei Trader entschieden, haben in die bereits rein investiert und insgesamt sind wir bisher mit allen unseren ausgewählten Tradern leicht im Gewinn, wie wir hier sehen. Das ist schon ganz gut. Allerdings wollen wir ja mit unserem Demo-Portfolio hier auch langfristig, sage ich mal, sinnvoll investieren. Bedeutet, wir brauchen eine größere Streuung, ja, damit wir unser Risiko zum einen halt minimieren und eben, dass wir halt den Großteil vom Markt eben abdecken. Ja? Und das funktioniert aus meiner Sicht nicht ganz so, wie es sollte mit diesen Einzeltrader, weil wie gesagt die Streuung hierbei viel, viel zu klein ist und man muss sich hier halt wirklich dann, sage ich mal, für Trader entscheiden, die halt wirklich eine ordentliche Performance bieten. Hatten wir ja bis jetzt eigentlich ganz gut geschafft hier. Allerdings so eine richtige große Streuung, wie wir sie eigentlich brauchen für eine langfristige Investition, die haben wir in diesem Fall noch lange nicht erreicht. Deswegen schauen wir jetzt nochmal auf die Märkte und wir haben hier, wie gesagt, Kryptos, ETFs, Aktien, Indizes, Rohstoffe und Devisen. Eine Streuung, sag ich mal, erreicht man mit Aktien eigentlich am besten. Da kann man sich entweder auf Einzelwertpapiere richten, ja, wobei man hier, wie gesagt, auch da ganz klar sagen muss, hierbei ist die Gefahr, dass man sich eben vergreift, ja, und wenn es eben mit den Aktien nach unten geht, ist es auch nicht so toll für unser Portfolio. Das wollen wir nicht. Wie umgehen wir das Ganze? Zu einem hätten wir die Möglichkeit, dass wir auf ein Indiz setzen, wie zum Beispiel der German 30 oder den Nasdaq. Auch eine Möglichkeit. Werden wir wahrscheinlich auch machen. Interessant sind allerdings auch die ETFs, denn persönlich habe ich halt auch einige ETFs, die ich in meinem Portfolio habe. Und ein ziemlich guter Wert, sage ich mal so, als Basisinvestition finde ich, ist eigentlich MSCI World. ETF, denn das ist halt ein ETF, der bildet die 1600 größten Firmen bzw. Aktienunternehmen der Welt ab. Ne? Und das ist schon eine riesige Auswahl, sage ich mir. Und könnt ihr euch mal ausrechnen, wenn ihr jetzt wirklich Einzelwerte von den 1600 größten Unternehmen der Welt halten wollt in eurem Portfolio, dann braucht das schon eine richtig ordentliche Stange Geld. Ne? Und das haben halt die meisten nicht. Ich habe es auch nicht. Deswegen greife ich dann eher zu einem ETF. Wie gesagt, Basisinvestition aus meiner Sicht auf jeden Fall ein MSCI World Index. Allerdings gehe ich hier noch einen Schritt weiter und sage hier, eigentlich ist dieser MSCI ACWI Index sogar noch eine Nummer besser. Das bedeutet der All Country World Index. Unterschied zum normalen World Index ist eben einfach nur diese Streuung, denn beim MSCI World ist es so, von diesen 1600 Unternehmen liegt der Großteil eben in den USA. Und wenn es der USA mal schlecht geht, geht es auch unserem MSCI World schlechter sozusagen. Ne? Was machen wir, um das zu umgehen? Ich persönlich greife dann halt eher zum MSCI World All Country World Index. Da ist halt diese Population US-Markt nicht so ganz groß, also es sind weniger Aktien aus dem US-Markt drinne und dafür halt mehr Schwellenländer. Ne? Und das sorgt halt wiederum für eine größere Streuung. Und genau das ist es, was ich mir halt unter einem Portfolio vorstelle, welches ich auf lange Sicht anlehne. Ne? Deswegen versuche ich mich jetzt hier in diesem Demo-Portfolio, wie gesagt, mal einzukaufen bzw. einzudecken. Wie gesagt, wir setzen auch nicht alles auf eine Karte. Deswegen würde ich sagen, beginnen wir hier einfach mal mit einer Einmalzahlung von 2000 Dollar. An dieser Stelle vielleicht auch wichtig, dass bei eToro handeln wir mit CFDs und das sind ja gehebelte Produkte. Ja? Deswegen aus meiner Sicht ist es hier empfehlenswert, wenn wir hier den Hebel runterschrauben, ne? Also echte ETFs ohne Hebel handeln. Und vor allem auch, wir
wollen kein feste Take-Profits beziehungsweise keinen Stop-Loss, weil es ist ja eine Investition, wo im Idealfall, sage ich mal, über Jahre hinweg gehalten wird. Ne? Deswegen Stop-Loss raus, Take-Profit raus, Hebel runter, dass wir halt, wie gesagt, einen 1 zu 1 richtigen Wert haben. Ne? So, dann picke ich mir hier gerade nochmal den Wert raus, den Marktwert. Gut, jetzt waren meine Einstellungen nochmal umsonst, deswegen mache ich das hier gerade nochmal schnell. Ja, wie gesagt, ganz wichtig aus meiner Sicht eben Hebel runter, Stop-Loss raus, Take-Profit raus, weil es ist ja eine Investition in die Zukunft. Ne? Dann brauche ich keinen Take-Profit, keinen Stop-Loss. Denn wir wissen alle, bei der Börse ist es halt ein Auf und Ab. Und allerdings ist es so, dass bei diesem MSCI World bzw. dem All Country World Index oder generell bei allen ETFs oder Indizes ist es so, dass die über im Lauf der Jahre ja, in der Regel eigentlich immer eher steigen, anstatt zu fallen. Klar, geht es auch mal nach unten, hatten wir jetzt Ende letzten Jahres auch gesehen, ja, ist ja der Markt nochmal ziemlich abgebaut worden, ja, also es ging nochmal steil nach unten, jetzt so langsam gehen die Märkte wieder nach oben. Aber es ist statistisch bewiesen, sage ich mal, dass wenn man seine Investition über eine Laufzeit von 10, 15 Jahren hält, ist man eigentlich, egal wann man gerade eingestiegen ist, immer im Gewinn. Ja? Und aus diesem Gesichtspunkt quasi gehe ich jetzt hier bei dieser Investition vor. Deswegen verzichte ich, wie gesagt, ganz bewusst auf einen Stop-Loss ohne einen Take-Profit, weil eben ich weiß eben, ja, über diesen langen Zeitraum werden die Kurse auf jeden Fall mal nach unten gehen. Sie werden aber auch nochmal nach oben gehen. Und wenn ich meine Investition so lange halte, über Jahre hinweg, kann ich mir eigentlich schon recht sicher sein, dass ich auf jeden Fall im Gewinn bin. Ne? Und vor allem gibt es ja auch, sage ich mal, diese ETF-Sparpläne, wo ich dann jeden Monat einen kleinen Teil einbezahle, ja, und das Ganze halt eben anwachsen lasse. Und mit dieser Einmalinvestition hier bei eToro, wie ich es jetzt vorhabe, sind wir dann halt direkt mit so einem Batzen Geld drinne. Deswegen ja, kann es hier halt je nachdem, wie die Kurse gerade stehen, wenn ich halt eben keinen Stop-Loss drinne habe, auch mal ganz, ganz gravierend aussehen, wenn die Märkte jetzt plötzlich mal 20, 30% einsacken. Ja. Deswegen, wie gesagt, ist es wichtig hier Stop-Loss raus, weil das Ganze pendelt sich halt auch irgendwann nochmal nach oben. Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir hier alles eingestellt und ich platziere diesen Auftrag. So, ich gucke nochmal kurz aufs Portfolio. Hier ist unsere schwebende Position drin, die wird dann bald noch gebucht. Und im nächsten Video würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir hier unsere Investition, was wir hier in diese drei Einzeltrader reingesteckt haben, ja, dass wir uns da vielleicht nochmal Cash zurückholen und das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen neu aufteilen. Denn, wie gesagt, wir wollen ja eine große Streuung haben und deswegen denke ich dann, dass wir uns hier lieber nochmal Kapital abzwacken, das Ganze neu verteilen und nochmal schauen werden dann bei den Märkten, wo wir noch investieren können. Wie gesagt, wir haben jetzt als Basis sozusagen unseren MSCI All Country World Index. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal auf den deutschen Markt. Da gehen wir wahrscheinlich dann hin und schauen bei den Indizes, dass wir uns den German 30 holen, wahrscheinlich da noch einen Teil von unserem Portfolio Geld, sage ich mal, reinzahlen, investieren, vielleicht auch noch ein paar Einzelwerte. Und wie gesagt, einzelne Trader, die fahren wir ein bisschen zurück. Und ich denke, dann nähern wir uns langsam an dieser Streuung, wie ich sie eigentlich gerne hätte in diesem Portfolio. Ja. Und dann schauen wir mal, wie sich das im Laufe der Zeit entwickeln wird. Und dann immer wieder mal gucken, anpassen, neu justieren und Guthaben zuweisen oder abzwacken. Ne. Und ja, genau. So würde ich sagen, machen wir das. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zugucken und ich sage bis zum nächsten Video. Ciao.